Herzlich willkommen, guten Abend in Berlin, Buenos Dias in Mexiko. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Veranstaltung Neues Bergbaugesetz in Mexiko wird nun alles anders. Ich bin die Referatsleiterin des Lateinamerika-Referats hier in Berlin und es freut mich sehr, dass wir heute Abend die geballte Kompetenz zu uns geladen und sie gekommen ist für das Thema Rohstoffpolitik. Am Beispiel des erfolgreich verabschiedeten Bergbaugesetzes in Mexiko in diesem Jahr und vor dem Hintergrund der genau in dieser Woche stattfindenden Europäischen Woche des Critical Raw Material Actes in Brüssel werden wir diese komplexen aktuellen Themen diskutieren. Auf dem Podium sind sehr verschiedene Perspektiven heute Abend versammelt. Es sind sowohl zwei Mandatsträgerinnen aus Mexiko und aus Deutschland bei uns, als auch jeweils eine Aktivistin und Expertin aus der Zivilgesellschaft in Mexiko und auch Europa. Gleich werden sie Ihnen näher vorgestellt. Ich habe jetzt aber die Freude und die Ehre, Ihnen noch die Moderatorin des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Frau Dolores Rojas moderiert uns heute Abend und sie ist von Haus aus Elektroingenieurin und die Programmkoordinatorin unseres Büros in Mexiko-Stadt, in dem sie aktiv die mexikanische zivilgesellschaftliche Initiative Cambiemos la Ya dieses Jahr begleitet hat zur Reform des Bergbaugesetzes. Dolores Rojas hat diverse Veranstaltungen, Fachgespräche, Pressekonferenzen, Diskussionsveranstaltungen mit politischen Entscheidungsträgerinnen aus dem mexikanischen Kongress auch in Mexiko begleitet während dieses Jahres und fazilitiert. Das heißt, sie ist sehr, sehr gut in dem Thema vertraut und insofern ist es wunderbar, dass sie heute mit ihren ausgewiesenen Kompetenzen diese Veranstaltung moderieren wird. Vielen, vielen Dank, Dolores, nochmal von mir ganz besonders. Ich freue mich darüber. Sie wird unterstützt von meiner Kollegin Mareike Bödefeld, die im Hintergrund die digitalen Beiträge aus dem Publikum moderieren und sortieren wird und dafür sorgen wird, dass Sie alle teilnehmen können. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und uns gemeinsam eine interessante und anregende Veranstaltung. Dank erneut und ich übergebe an Dolores Rojas. Dolores. Muchas gracias, Julia. Buenos días en México, buenas noches en Alemania. Gracias por estar aquí, a quienes se han conectado de distintos lugares. Gracias a nuestras panelistas. Bueno, como ya les dijo Julia, soy Dolores Rojas y me toca el honor de moderar este evento. El Congreso mexicano aprobó en mayo de 2023 una nueva ley de minería, que entre otras Ich freue mich, heute für Sie hace moderieren zu dürfen. Ich möchte hier noch einmal auf die Rechte der indigenen Bevölkerung zu sprechen kommen und natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen. Es geht natürlich um die vorherige und einvernehmliche Zustimmung der Gemeinden, die von den Bergbauprojekten direkt beeinflusst sind und natürlich nicht nur die einfache den Hinweis dieser Bevölkerung, sondern man benötigt natürlich ihr Einverständnis. Mit dieser Reform ist es im Bergbau so, dass Naturschutzgebiete bisher nicht abgebaut werden können und die Konzessionen werden jetzt nicht mehr für 50 Jahre verliehen, sondern man hat die Möglichkeit, dies auf 30 Jahre zu beschränken. Und es ist das Bergbaugesetz setzt sich natürlich auch mit verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Internationale Unternehmen haben schon mehr als 500 Einsprüche eingelegt gegen die Reform des Gesetzes, um ihre Investitionsprojekte mit völliger Freiheit weiterzuverfolgen, ohne dass dies auf irgendeine Art beschränkt würde. Also Gesetzgeber aus verschiedenen politischen Richtungen bestehen darauf, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Die Europäische Union bespricht derzeit auch das Critical Raw Materials Act, das natürlich
natürlich auch die Liefersicherheit für die Europäische Union sicherstellen soll, die energetische Transition, die Digitalisierung und natürlich auch die Verteidigung der eigenen Interessen. Das europäische Projekt hat natürlich im Vergleich zum Projekt in Mexiko die Absicht oder möglicherweise den Nebeneffekt, die Interessen der indigenen Bevölkerung nicht weiter zu berücksichtigen. Und deswegen haben wir heute ausgesprochene Experten aus Mexiko und Deutschland zusammengebracht, um hier ihre Meinung kundzutun. Hier also noch einmal unsere Podiumsteilnehmer. Eigentlich sollte die Abgeordnete Adriana Bustamante bei uns sein. Sie ist Abgeordnete der Partei Morena. Leider ist sie aber am Flughafen in Chiapas nicht weitergekommen und deswegen haben wir heute die Möglichkeit, hier Jocelyn Dominguez willkommen zu heißen. Sie ist Beraterin der Abgeordneten und kennt sich auch bestens mit dem Gesetz aus. Dann haben wir Beatriz Oliveira. Sie ist Gründungsdirektorin der zivilgesellschaftlichen Organisation Engenera, Energie, Gender und Umwelt. 12 Jahre lang hat sie in zivilgesellschaftlichen Organisationen gearbeitet. Wie Greenpeace, Oxfam und Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Sie hat Kampagnen zum Klimawandel und zur Energiewende koordiniert und mehrere Artikel, Forschungsarbeiten, Blogs und Buchkapitel zu den Themen Klimawandel, erneuerbare Energien, Bergbau und Kohlenwasserstoffe sowie deren Auswirkungen auf Gebiete und die Umwelt veröffentlicht. Sie ist Wirtschaftsingenieurin und hat einen Masterabschluss in Ingenieurwesen von der UNAM. Besitzt ein Diplom in erneuerbaren Energien, nachhaltiger Energieentwicklung und öffentlicher Politik. Derzeit promoviert sie im Bereich ländlicher Entwicklung an der Universität Autonoma Metropolitana. Schön, dass du da bist, Beatriz. Dann haben wir bei uns auch Johanna Südo. Sie leitet das Referat Internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung seit ihrer Feldforschung in Ghana, Peru und Ecuador zum Thema Bergbau. 2009 bis 2013 setzte sie sich für weniger Ressourcenkonsum und für verbindliche Regeln für Unternehmen ein. Von 2014 bis 2022 war sie Referentin für Ressourcenpolitik bei der NGO German Watch und ist natürlich auch Teil der Heinrich-Böll-Stiftung. Schön, dass du bei uns bist, Johanna. Dann haben wir Katrin Henneberger bei uns, Mitglied des Deutschen Bundestages und Obfrau im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Partei Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Sie kommt aus der Klimagerechtigkeitsbewegung mit dem Namen Ende Gelände und setzt sich als Mitglied des Deutschen Bundestages für die sozial-ökologische Transformation im globalen Norden und Süden ein, um dort stärker zusammen und dekolonial zu denken, etwa mit der Frage nach der Senkung des Rohstoff- und Energieverbrauchs. Das bedeutet konkret, Deutschland muss aufhören, Steinkohle zu importieren. Es reicht nicht nur, aus der Braunkohle auszusteigen. Vielen herzlichen Dank also an alle und damit sagen wir auch unserem Publikum noch einmal, dass Sie sehr gerne aktiv teilnehmen können. Sie können hier über Fragen und Antworten Ihre Fragen stellen. Wir versuchen dann natürlich auch im Laufe des Gesprächs Ihre Fragen mit einzubinden und Mareike Bödefeld ist darauf spezialisiert, hier Fragen herauszusuchen und weiterhin ist noch darauf hinzuweisen, dass das Gespräch simultan gedolmetscht wird. Wählen Sie also bitte Ihre Sprache über die Sprechblase unten aus. Und damit würde ich Beatriz das Wort übergeben, die dann vielleicht auch noch mal kurz ausführen wird, wie die Probleme derzeit im Land aussehen und wie die Zivilgesellschaft diese Veränderungen im neuen Gesetz mit angestoßen, vorangetrieben wird. Dafür haben wir 10 Minuten Zeit. Vielen Dank, Beatriz. Dankeschön. Ich grüße alle, die uns hier zuschauen. Dankeschön für die Einladung. Ich werde kurz etwas sagen zu 2 Aspekten. Erst einmal genau, wo es Fortschritte gegeben hat. Und dann an 2. Stelle würde ich kurz gerne nachdenken über das Gesetz zu kritischen Mineralien, über das in der EU verhandelt wird.
wird. Also das Bergbaugesetz, Mayo diesen Jahres, erfolgte hier in Mexiko die Zustimmung. Es ist ein Gesetzergebnis des Kampfes, des Widerstands gegen große Bergbauprojekte und das schon seit vielen Jahrzehnten. 1992 hat man dem vorangegangenen Bergbaugesetz zugestimmt. Da ging es darum, den Bergbauunternehmen zu helfen, dass sie Investitionen tätigen können in den Gebieten und um Investitionen zu fördern, just für Unternehmen aus Kanada, aus USA, halt auch im Zusammenhang mit den Freihandelskommen zwischen Mexiko und Nordamerika. Ein gut gedachtes Gesetz damals. Da ging es darum, den Bergbausektor zu öffnen für Investitionen aus dem Ausland. Und das hat dann auch dazu geführt, dass 3 Jahrzehnte später wir einen Bergbausektor haben, der gierig ist, der zu Vergiftung geführt hat, viele sozial-umwelttechnische Konflikte innerhalb der Bevölkerung. Und es gab ein starkes Ablehnen seitens der Personen, die in betroffenen Gebieten wohnen, wo es eben diese Projekte gibt. Und auch andere Organisationen, also alle, die wir zu Umwelt- und Sozialthemen arbeiten. Die Bilder, die ich jetzt zeige, die zeigen das genau. Die gesamte Arbeit, die verschiedenen Tätigkeiten, die wir durchgeführt haben, hier von diesem Kollektiv, Cambiemos Ya La, also da waren zivilgesellschaftliche Organisationen dabei. Es ging darum, dass erst einmal das Gesetz Zustimmung findet. Was wollte man mit diesem Gesetz erstreben? Kein perfektes Gesetz, kein Gesetz, das perfekt ist, weit davon entfernt, aber besser als das, was wir erst hatten. Ein Gesetz nun, das besser ist als das vorangegangene von 92. Mit diesem Gesetz bekommen wir das hin, was wir vorher nie geglaubt haben hinzubekommen. Ich zumindest hätte nie gedacht, dass wir das hinbekommen würden, dass halt da Bergbauaktivitäten da stets den Vortritt haben, Artikel 6 im Gesetz, und mit diesen neuen Bestimmungen wird das nun verändert. Also Bergbaubelange, das ist jetzt nicht mehr vorrangig zu anderem Landgebrauch und es hat auch nicht mehr den Vorrang in Bezug auf andere wirtschaftliche Aktivitäten. Und das ist grundlegend wichtig, um Rechte garantieren zu können. Und wir stellen auch fest, es gibt nun eine vorherige Anhörung, damit die Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen ihre Zustimmung erhalten. Wir haben 9 verschiedene Bevölkerungsgruppen in Mexiko. Viele der Bergbauprojekte just werden in diesen Gebieten entwickelt. Vorher hatte das Gesetz keine Art von Anhörungen vorgesehen. Dann musste sich keine Zustimmung einholen, bevor eine Bergbaukonzession erteilt wurde. Diese beiden Punkte, die ich hier erwähnt habe, das sind die hauptsächlich wichtigen aus meiner Perspektive betrachtet. Also das führte zu Konflikten, sozio-umwelttechnische Konflikte, Konflikte mit indigenen Bevölkerungsgruppen. Dann Bergbau, gut, in Schutzgebieten sollte das nicht erlaubt sein, auch nicht mehr in Bereichen, wo es einen Wassermangel gibt, wo es ein Risiko gibt für die Bevölkerung und auch dort, wo Unterwasserabbau erfolgen soll. Das ist auch nicht mehr erstattet. Es gab auch neue Aspekte. Die Unternehmen sollten nunmehr eine Verpflichtung haben, ein Programm, einen Plan vorzustellen. Vorher hatten die Unternehmen diese Verpflichtung nicht. Also die konnten da ganz, wie sie wollten, walten und schalten. Und da sie Bergbau nicht schließen wollten, das konnten sie machen, wie sie wollten, die schließen und öffnen. Und dadurch sind Geisterstädte, Geisterabbaustätten entstanden. Und nun mit diesem Gesetz haben die Unternehmen die Verpflichtung, stets ein Programm vorzulegen, wie auch wieder ein Bergbau geschlossen werden soll. Also Spekulation ist auch weniger leicht möglich inzwischen. In Mexiko
Mexiko. Sehr viele Bergbaukonzessionen werden verwendet, um Spekulation zu betreiben. Also es sind ruhende Konzessionen. Und wir haben wenige Projekte. Also es ist ein Kontrast zu den Konzessionen, die erteilt werden. Jetzt kann man nicht mehr diese ruhenden Konzessionen erhalten. Wenn man eine Konzession erhält, muss man 90 Tage, nachdem man die Erlaubnis hat, anfangen mit der Arbeit. Und es gibt keinen Vertrag mehr unter Privatwirtschaftlichen. Das war vorher möglich bei dem vorangegangenen Gesetz. Ansonsten kann man auch in Schutzgebieten kann man das nur nicht mehr machen. Und auch, dass der Erste, der kommt, eine Konzession beantragt, sie auch erhält. Auch diese Regel ist vorbei. Nun sieht das Gesetz vor, dass man die Konzession nur bewilligt, wenn es eine öffentliche Ausschreibung gegeben hat. Es gibt auch andere weitere Vorteile, die kann ich nicht alle aufzählen. Es ist mir sehr wichtig, das Wichtigste möchte ich hervorheben. Also es erscheint mir sehr wichtig, dass die Minuten, die mir zur Verfügung stehen zum Reden, dass ich die dafür verwende, aufzuzeigen und zu warnen, welche Gefahr damit einhergeht mit jetzt dem neuen Gesetz. Also Fortschritte, Rechte, Umweltthemen, Sozialvorteile, aber politische Kämpfe, die es gegeben hat. Also Gesetzesgeber, vor allem aus der Opposition und jetzt das Gesetz. Es könnte geschehen, dass es erneut wieder abgeschafft wird. Und aus unserer Perspektive ist dies ein politischer Kampf. Also es ist nicht mehr ein Kampf um Rechte. Aus meiner Perspektive betrachtet, diese Gesetzesgeber, die vertreten die Interessen der Bergbauunternehmen, nicht die Interessen der Zivilgesellschaft. Also das ist hier eine Warnung. Man muss auch hier die EU warnen. Jetzt wird über dieses Gesetz zu kritischen Mineralien gesprochen. Also für die Elektrifizierung von Autos braucht man nun das und auch für erneuerbare Energien. Man braucht jetzt wahnsinnig viele Substanzen, Lithium, seltene Erden, also eine große Varietät von Stoffen werden nun benötigt. Und dann vergisst man das. Wo kommt das eigentlich her, diese Rohstoffe? Also vielleicht so wie zu anderen Zeitpunkten kommen sie aus Regionen, die wurden schon geplündert, wie Afrika, Asien oder Lateinamerika. Wir haben sehr viele Bergbauprojekte in Mexiko, also 25, da geht es um den Abbau von Kupfer, Silber, Zink, andere, da geht es auch um Eisen und wir haben viele Mineralstoffe, die können verwendet werden, die haben das Potenzial, eben für erneuerbare Energien eingesetzt zu werden. Dennoch wollen wir hier einen warnenden Finger heben. Diese Substanzen, die Produktion hier von Rohstoffen, das kann ein Neokolonialismus sein. Deswegen wollen wir darauf hinweisen, denn wir denken, wir sollten jetzt aus der Geschichte endlich einmal lernen. Und dieser Neo-Extraktivismus, Aktivismus hier wegen Klimawandel, wegen Energietransition. Letztlich werden hier neue Praktiken befördert. Hier wird erneut geplündert, erneut vergiftet, erneut werden Gegenden geopfert. Und deswegen haben wir einen Aufruf hier gestartet. Diejenigen, die diese Diskussion führen über das neue Gesetz, also sie sollen sicherstellen, dass diese Rohstoffe, die gekauft werden, die Mindestanforderungen erfüllen in Bezug auf Rechte, dass sie eben nicht aus Naturschutzgebieten stammen oder dass vorher eine Anhörung stattgefunden hat, dass die indigene Bevölkerungsgruppe ihre Zustimmung erteilt haben, dass internationale Umweltstandards, soziale Standards eingehalten worden sind, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, dass es auch einen fairen Preis gibt
für diese Rohstoffe. Also und dass es auch lokal etwas bringt, dass sie beteiligt werden an dem Gewinn. Und hier komme ich nun schon zum Ende. Es gibt Standards, die sind noch viel ehrgeiziger, auch was es dann eben auf der nationalen Ebene gibt. Und hier einige Bilder, die zeigen genau das, was wir verhindern wollen. Gemeinden, die geplündert worden sind aufgrund des Bergbaus, die zerstört worden sind, San Luis Potosí, Zacatecas, also Regionen, wo in Mexiko Bergabbau erfolgt ist. Dankeschön, Beatrice. Ja, das war sehr inhaltsreich. Das waren stark gefüllte Minuten, inhaltlich stark gefüllt. Dankeschön. Um nun hier mit diesem Teil zu Mexiko, dem neuen Gesetz, zu Ende zu kommen. Die Herausforderungen ist nun Frau Dominguez unter uns, von die Assistentin von Adriana Bustamante. Und sie teilt uns mit, was waren die hauptsächlichen Herausforderungen für dieses Gesetz und Zukunft dieses Gesetzes, Bergbau, also dass da es Anfechtungsklagen möglicherweise gibt, wurde uns schon gesagt, dass die Unternehmen das eingereicht hätten. Ja, danke schön, dass du unter uns bist. Guten Tag, alle miteinander. Erstens noch einmal möchte ich danken, dass hier die Teilnahme uns ermöglicht worden ist. Hier leider, die Frau Abgeordnete, die ich vertrete, hatte Probleme mit ihrem Flug, aber gut, ich bin hier. Also Antwort auf deine Frage, Dolores. Für mich ist es sehr wichtig, dass das klar und deutlich bleibt, Bergbaugesetz, wie es jetzt ist, ist entstanden, also um ein öffentliches Problem zu lösen. Das hatte Beatrice hier erläutert. Es ist ein öffentliches Problem und viele Personen waren stets und ständig betroffen aufgrund des Bergbaus. Und jetzt ist es ein Argument, in der Abgeordnetenkammer gibt es hier nun Auseinandersetzungen. Die einen Abgeordneten, die dafür gewesen sind, die dagegen gewesen sind. Ich bin der Auffassung, wie immer, wenn Politik gemacht wird, die Hauptherausforderung ist dann immer die Umsetzung. Die Ziele, die erreicht werden sollen mit einer Norm, es muss alles klar formuliert sein. Man muss klar wissen, wie die Auswirkungen lauten, was das dann alltäglich im Leben mit sich bringt. Also, und hier die Ziele, wo diese Norm für entworfen worden ist, da ging es hauptsächlich darum, für die Bergbauunternehmen eine Richtschnur zu erstatten. Aber diese Unternehmen waren bedauerlicherweise nicht damit einverstanden, dass das Gesetz so zur Anwendung gelangt, wie es nun ist. Und nun die ganzen Anfechtungen, die es gegeben hat, also das hat damit zu tun, dass halt wirtschaftlich damit Einbußen einhergehen für die Unternehmen. Und die Abgeordnete Adriana meint das und hat das nachfolgend genannte Argument verteidigt. Dieses neue Gesetz, also schadet der Wirtschaft, was dadurch entstehen kann, dass der Staat wieder die Ressourcen verwaltet und dass man mehr juristische Gewissheit hat, wenn dieses Gesetz korrekt umgesetzt wird durch die Institution, denen diese Aufgabe zusteht, da hat man mehr juristische Sicherheit für diese Institution geschaffen. Und in politischer Hinsicht haben die Dinge sich so zugetragen,
beitragen. Das möchte ich hier gerne kommentieren. Hier einige Anmerkungen. Gut, die Zeit ist begrenzt. Dass das im Mai diesen Jahres geschehen ist, hat Beatriz schon gesagt. Das heißt nicht, dass dieses Gesetz nicht einen ganzen Prozess durchlaufen hat. Als Grundlage gibt es hier den Kampf der indigenen Bevölkerungsgruppe. Sie wurden unterstützt von der Bewegung Cambiemos Yala. Und es gab 3, 4 Foren von der Abgeordneten, sind die organisiert worden, um darauf hinzuweisen, was für Probleme mit dem Gesetz von 92 einhergingen. Und da haben wir auch Abgeordnete zu eingeladen, also nicht nur von der Allianz von Morena, das ist hier die Mehrheit in der Abgeordnetenkammer, Partei der Grünen, also es ist ein Bündnis in der Kammer. Also wir haben nicht nur die von diesem Bündnis eingeladen, sondern auch die Abgeordneten von der Opposition haben wir eingeladen. Wir hatten verschiedene Gespräche geführt mit den Personen, die jetzt im Wirtschaftsministerium sind. Und die Argumente, die man da hört von den Abgeordneten der Opposition, also die halt auch diese Hilfe ersuchen und Anfechtungen geäußert haben, zu diesem Argument. Also Adriana sagt, äußert sich hier zu diesem Argument. Die Kammer war offen gewesen. Man hätte sich einbringen können. Diese Foren, also diese Einladungen wurden ausgesprochen an alle interessierten Parteien. Und es war öffentlich zugängliches Wissen. Alle wussten, was dabei auf dem Stiel stand, welche Bedrohungen es gab. Andere Argumente, die verwendet worden sind, um vor dem Gericht das Gesetz zu stoppen, also der ganze Parlamentsprozess. Ich möchte gerne hierzu erklären, wie der Prozess abgelaufen ist in der Abgeordnetenkammer. Dieses Gesetz. Letztlich ging es dabei um ein öffentliches Problem, Menschenrechte, die hier in Mexiko jahrzehntelang verletzt worden sind. Und die ersten Betroffenen, also nicht nur die dicht dran wohnen an Abbaugebieten, sondern auch die außerhalb waren, auch die bekamen die Umweltprobleme zu spüren. Also es waren kollektiv gemeinschaftlich uns betreffende Probleme. Dieses Gesetz ist zur Exekutive gekommen, zur Abgeordnetenkammer, die hat die Ausschüsse durchlaufen und bei diesen Ausschüssen, da wird auch ein Dokument eingereicht. Alle Abgeordnete, die zu diesen Ausschüssen gehören, haben das studieren können. Welches waren die anfänglichen Argumente, warum dieses Gesetz so nicht abgenommen werden könnte? Es erscheint absurd. Es wird gesagt, es hätte nicht vorher eine öffentliche Konsultation gegeben. Ich sage, das ist absurd, das zu behaupten, denn dieses Gesetz, anders als das andere von 92, hat tatsächlich eine Anhörung durchlaufen. Dolores hat es gesagt, für jeden Prozess der Exploration des Abbaus von Mineralien bedarf es einer Anhörung und nun der Zustimmung. Und es ging darum, stets die Rechte der Völker zu verteidigen, also ein progressives Gesetz in Bezug auf die Menschenrechte. Und die Konsultation, es wurde gesagt, die wäre nicht erforderlich gewesen, denn es gäbe ja nichts, was die Menschenrechte betreffen würde, sondern die Menschenrechte würden damit gar ausgeweitet werden. Also jahrzehntelang mussten sie das erleiden, die Gemeinden. Diese ganzen Argumente der Opposition. Letztendlich haben sie im Senat, Abgeordnetenkammer, nicht sich wirklich Gehör verschaffen können, wie schon bereits kommentiert. Da gab es eine Mehrheit in beiden Kammern. Und
deshalb in beiden erhielt das Gesetz die Zustimmung und es wurde so veröffentlicht. Dann gut gab es den Einspruch der Parteien der Opposition und der Unternehmen. Die Unternehmen sagen, dass ihre Rechte als juristische Personen verletzt worden sind. Aber hier die Abgeordneten der Opposition haben gar hier von Verfassungswidrigkeit gesprochen. Das heißt, Verfassungswidrigkeit, es wurde gesagt, es widerspricht der Norm, so behaupten sie. Und sie sagen, der Parlamentsprozess wurde nicht ordnungsgemäß durchlaufen und es hätte nicht die Anhörung gegeben. Was ist nun das Risiko, was wir jetzt sehen? Wenn Unternehmen kommen, sich Gehör verschaffen, dann diese Urteile werden dann beispielhaften Charakter haben. Dennoch zu sagen, das ist verfassungswidrig, wenn sie hier Recht erhalten vor der hohen Gerichtsbarkeit, dann werden die Normen für nicht haltbar erklärt. Und dieser historische Moment, den wir erreicht hatten, nach 30 Jahren Kampf haben wir ein Gesetz, was Gerechtigkeit den Völkern, den Personen, den Gemeinden, den Arbeitenden in den Bergbauminen wiederbringt. Deswegen, Adriana Bustamante hatte hier stets ihr Hauptargument gehabt, doch, dass Auskunft zur Verfügung gestanden hat. Bergbau ist kein Problem, das den MexikanerInnen fremd sei. Es sei absurd nun, dass die Oppositionsparteien nun sagen, dass die Anhörung nicht erfolgt sei, dass die Einheimischen nicht befragt worden seien. Und wenn Verfassungswidrigkeit der Norm erklärt wird, das wäre tragisch. Und wenn das dann die Exekutive so erklären würden könnte, es gibt jedoch weitere Initiativen von Abgeordneten, also auch unterstützt hier von Cambiemos Yala. In Ausschüssen werden wir alternative Wege aufweisen, damit hier die hohe Gerichtsbarkeit nun nicht nur in Missachtung der Menschenrechte urteilt. Ich komme zu meiner Schlussfolgerung. Jocelyn, vielen Dank. Das Gute ist, das Gesetz ist nun erst einmal gültig, ist umgesetzt. Und diese Reformen können durchgeführt werden. Ich weiß nicht, gibt es eine Reaktion von unseren Eingeladenen aus Deutschland? Gibt es eine Frage im Chat? Mareike, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Dolores. Es gibt einen Kommentar über den YouTube-Channel, und zwar: der Interessenskonflikt von Gesetzgebern ist ein Thema, das von der Öffentlichkeit untersucht werden sollte. Die Art und Weise, wie sie sich in dieser Angelegenheit verhalten haben, ist sehr ernst. Die Gesetzgeber sollten sich nicht den privaten Interessen unterordnen. Dann gab es noch eine Frage aus dem Chat hier. Gibt es zurzeit Protestbewegungen gegen grünen Extraktivismus, Extraktivismo Verde, in Mexiko? Und wenn ja, wo und in welchem Zusammenhang mit welchen seltenen Metall oder bereits mit Wasserstoff, Lithium? Vielleicht kann die Frage am besten Beatrice beantworten. Sí, adelante, Betty. Gut, Beatrice wieder, vielen Dank. Ja, erste Person, was sie hier kommentiert hat, die Gesetzgeber, also es ist hier dargelegt, Personen, die Privatinteressen verteidigen, das soll es nicht sein, nicht Landesinteressen, Umweltinteressen, und es wird, man muss auch schauen, wie man hier mit der Funktion
vorgehen könnte. In der Zukunft haben wir sicherlich neue Debatten. Und da muss man überlegen, wie man das verhindern kann, wie man das in der Zukunft reduzieren kann. Ich glaube auch in Bezug auf die zweite Frage. In Mexiko, ja, es gibt eine Debatte, grüner Extraktivismus. Da gibt es zahlreiche Debatten zu, just in den vergangenen Jahren, Abbau von Lithium und Bergbau allgemein. Und es ist nicht vollkommen losgelöst vom dem gesamten Rest. Es gibt eine Bewegung gegen die Art des Abbaus, also nicht für grünen Extraktivismus. Es gibt eine Oppositionsbewegung. Es sind die Personen von REMA dabei, alle, die halt vom Bergbau Betroffenen sind. In den Gebieten selbst ist man gegen Extraktivismus und man sieht auch andere Vereine in der Art wie Cambiemos Yala. Wir kritisieren diese Praktiken. Wir denken, man muss ständig warnen hier vor diesen Reden, die geschwungen werden über intelligente Klimawandelmethode. Und klar, wir sind gegen diese Art von Extraktivismus, aber eine ausschließliche Bewegung sehe ich nicht. Die Bewegungen, die wir haben, wo man gegen diese Extraktivismusbewegung sind, all dieses sammeln wir, die Kritiken, die da anfallen, die tauschen wir uns mit anderen. Wir wollen klar darauf hinweisen, diese neuen Diskurse über Entwicklung, also das ist, du bist wie Greenwashing, da muss man vorsichtig sein mit diesen neuen Regeln. Ich glaube, die nachfolgende Debatte wird darum gehen, nach der Energietransition, also dass da halt wieder neue Gebiete geopfert werden. Jocelyn, wolltest du etwas hinzufügen? Hier zu dem ersten Kommentar wollte ich etwas sagen, was hier passiert mit dem Bergbaugesetz. Es ist nichts, was isoliert stattfindet. In den Parlamenten historisch betrachtet, also es war noch nie auf diese Art geschehen, eine Hilfe ersuchen, eine Mehrheit, dass die sie dafür erhalten haben. Sie konnten noch nicht, bisher nicht wirklich ein Gegengewicht ausmachen. Es ist stark zu bedauern. Die Personen müssten darüber informiert sein, über die Art des Vorgehens. Sie müssten kritisch analysieren, welche Interessen eigentlich dahinterstehen, wenn bestimmte Fraktionen hier versuchen, Privatinteressen durchzudrücken auf dem Rücken von öffentlichen Interessen. Und das Gesetz von 92, Carlos Salinas von Gortari, das war ein Präsident von den mehrheitlichen Parteien, damals gewesen, Partei der Revolution, Revolution International, also mit der Zeit konnten diese Interessen dann die Oberhand gewinnen und das ist zu bedauern. Vielen Dank, Jocelyn. Gut, jetzt erteile ich den deutschen Rednerinnen das Wort. Erst Katrin Hanneberger möchte ich bitten, sich zu äußern. Und sicherlich hat sie auch einen Kommentar abzugeben zu dem, was sie bis hier gehört hat. Und wir hoffen, dass sie uns auch etwas sagt über die Situation der Diskussion in Deutschland, über das Gesetz zu Rohstoffen, also wie die EU die Normen stärken möchte in Bezug auf Klima, Menschenrechte, Umwelt. Das Lieferkettengesetz könnte die Situation verbessern, also nicht unbedingt von Mexiko, aber vom globalen Süden. Also erst einmal erteile ich hier Katrin das Wort und ich heiße Sie herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein darf. Ich bin unglaublich beeindruckt zu hören, wie in Mexiko Parlamentarierinnen als auch Bewegung als auch indigene Gruppen es gemeinsam geschafft haben, ein neues Berggesetz zu verabschieden.
Ich musste auch so ein bisschen tragisch schmunzeln, als gesagt worden ist, dass das alte Gesetz von 92 ersetzt, weil in Deutschland sind wir in einer ähnlichen Lage. Das Bundesberggesetz wurde das letzte Mal vor 30 Jahren reformiert. Und daran sieht man, wie sehr Bergbau veraltet ist, noch im letzten Jahrhundert steckt. Und auch damals war es natürlich geprägt von Ausbeutung, von schlechten Umweltstandards, wenn überhaupt. Und es kannte natürlich nicht die Klimakrise. Ich bin auch sehr beeindruckt zu hören, wie der Prozess war, also die Inklusion von indigenen Stimmen und dass sie sozusagen halt auch an der Frontline waren und sind, Erneuerungen zu erkämpfen und auch nun im neuen Gesetz ihre Rechte verankert sind und dass es dort eine Verbesserung gab, weil in der Europäischen Union müssen wir auch jetzt aktuell mit dem Critical Raw Materials Act sehr genau aufpassen, dass beispielsweise indigene Rechte in den skandinavischen Ländern, in der Sami, nicht eingeschränkt werden, weil auf ihrem Gebiet besonders viel seltene Erden sind. Das Critical Raw Materials Act ist natürlich bedeutet das halt für Europa oder von der Europäischen Kommission kommt es jetzt halt zu den einzelnen Mitgliedsländern, dass der Bergbau in Europa gestärkt und vereinfacht werden soll. Das kann aber jetzt nicht die Lösung sein der aktuellen Probleme. Für mich ist es besonders wichtig, dass wir das Ziel haben, den primären Verbrauch von Rohstoffen zu senken, weil wir übernutzen gerade unsere Ökosysteme und dass wir eine Kreislaufwirtschaft erschaffen und dass wir einen Weg des Recycelns gehen. In Deutschland, wie gesagt, das Bergbaugesetz ist sehr veraltet, es kennt die Klimakrise nicht und auch Umweltstandards werden nicht richtig berücksichtigt, weshalb wir auch vor einer Reformierung des Bergbaugesetzes in Deutschland stehen. Ich glaube, da können wir jetzt sehr viel lernen vom mexikanischen Prozess. Und wir wollen, dass das Bundesberggesetz in Deutschland auch ein modernes Planungsgesetz wird, wo es eine Abwägung gibt zwischen beispielsweise die Klimawirksamkeit eines Rohstoffes, das abgebaut werden soll, als auch sozusagen halt den Nutzen für das Allgemeinwohl. Uns ist es zum Beispiel besonders wichtig, dass keine neuen fossilen Lagern mehr erschlossen werden. Das betrifft Gas, das betrifft Öl. Also beispielsweise in Rheinland-Pfalz soll es immer noch zu neuen Ölquellen, sollen neue Ölquellen erschlossen werden. Das betrifft natürlich aber auch immer noch die Braunkohle, beispielsweise den Tagebau Nochten, dessen Tagebau aktuell bis 38 laufen soll. Wir wollen auch, dass natürlich eine moderne Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt werden, weil aktuell mit dem Bergbaugesetz wird genau diese Perspektive weniger beachtet. Und das ist wirklich sehr tragisch, dass wir das in Deutschland noch immer noch so festgeschrieben haben im Bundesberggesetz, ist es sehr einfach, Menschen zu enteignen, wenn unter seinem Grund und Boden Rohstoffe liegen. Und das ist auch ein Relikt der Vergangenheit. Und auch hier wollen wir genau dies verändern, dass halt Menschen Rechte erhalten, für ihr Zuhause fair zu streiten und dass halt auch ihre Rechte geachtet werden. Muchas gracias. Dankeschön. Diputada, Frau Abgeordnete Henneberger, Sie haben jetzt weniger Zeit in Anspruch genommen, also Situation hier des Gesetzes, wie man die Stimmen der indigenen Bevölkerungsgruppen wahrnimmt. Bevor wir das nun alles noch einmal hören, möchte ich Johannes Südow das Wort erteilen, die uns was über den Critical Raw Material Act sagen möchte und was das für Auswirkungen hat auf die Umwelt und auf die Menschenrechte. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Und als erstes möchte ich meine Hochachtung für die mexikanische Zivilgesellschaft aussprechen, was ihr geschafft habt in der letzten Zeit und hoffe sehr, dass das Projekt auch wirklich in Kraft treten kann. Ich bin gerade in Brüssel auf der kritischen Rohstoffwoche, Critical Raw Materials Week, und gerade parallel laufen noch die Verhandlungen zum Critical Raw Materials Act.
Es geht heiß her, Themen, wo man dachte, die sind schon abgeschlossen, sind leider, werden immer noch stark verhandelt. Der Entwurf des Parlaments, des Europaparlaments hatte einige Sachen verbessert, aber jetzt muss sehr, sehr hart dafür gekämpft werden, dass die drinnen bleiben. Vorher, bevor ich nochmal tiefer reingehen möchte, ich oder auch nochmal wie gerade was genau nochmal tiefer reingehen, möchte ich einmal Überblick geben, um was der Critical Raw Materials Act überhaupt geht. Er wurde 2023, wurde jetzt im März veröffentlicht, am 16. März, mit der Ankündigung, dass Wettrennen um Rohstoffe beginnt oder läuft. Und das war vor allem eine Reaktion auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, weil man gemerkt hat, man muss unabhängiger werden und genau, man bekommt im Moment zu viele Rohstoffe von China. 80% der in vielen Bereichen waren teils sogar über 90% oder auch 80% der Rohstoffe aus China. Und was interessant war eben, dass auch selbst wenn China nicht, wenn die Rohstoffe nicht in China abgebaut wurden, dass sie eben nach China geschifft wurden, um dort geschmolzen zu werden. Das ist ja auch ganz, ist auch oft eben mit den Rohstoffen aus Lateinamerika der Fall, dass sie nach China gebracht werden, dort geschmolzen werden und dann an weitere Länder verteilt werden. Hier wird auch sehr oft der Diskurs verwendet, dass die Rohstoffe nur für die Energiewende sind. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir damit auch Bergbauunternehmen helfen, indem wir sie als die grünen Akteure machen, wenn wir mal sagen, sie sind wichtig für die Energiewende. Denn wir wissen, dass auch gerade zum Beispiel in Deutschland ist vor allem der Verkehrssektor und der Bausektor der Sektor, der die meisten Rohstoffe bedarf und nicht unbedingt die Energiewende. Und da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir nicht immer nur sagen Bergbau. Das leitet schnell dahin, dass dann gesagt wird, ach, wir brauchen Bergbau unbedingt. Also Bergbau ist sozusagen grün, weil er eben nur, weil er zentral für die Energiewende ist. Natürlich braucht es den Berg, die Energiewende braucht Rohstoffe, aber eben auch, es gibt viele andere Treiber. Das ist ganz wichtig, denke ich, um auch zu schauen, dass um auch die Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass wir massiv unseren Ressourcenkonsum reduzieren müssen und dass es auch viele Hebel gibt. Auch in Deutschland und Europa zum Beispiel können wir den Verkehrssektor verändern. Kleinere Autos, weniger Autos, mehr öffentlichen Verkehr, um eben auch unseren Rohstoffkonsum zu reduzieren. Und wie auch schon meine Vorrednerin gesagt hat, ist das ganz wichtig und wir müssen großes Augenmerk darauf legen. Deswegen ist es umso trauriger, dass der Critical Raw Materials Act hier nur eine sehr schwache Vorkehrung hat. Wahrscheinlich, er sagt nicht ganz explizit, was zur Reduzierung unseres Rohstoffkonsums, nur relativ implizit. Und geht vor allem eben darauf ein, Rohstoffe aus Europa, neue Rohstoffe abzubauen, und außerhalb und in Europa, aber auch mehr Rohstoffe zu recyceln. Wenn man sich anschaut, so soll die Ziele dieses Critical Raw Materials Act sind, dass das neue Recycling-Ziel, was jetzt beschlossen wurde, ist, dass im Schnitt 25% der Rohstoffe, die in Europa genutzt werden, in der EU genutzt werden, recycelte Rohstoffe sind. Ein neues Ziel ist auch, dass 40% der Rohstoffe, die in Europa genutzt werden, in Europa geschmolzen werden. Und 10% der Rohstoffe, die genutzt werden, soll in Europa abgebaut werden. Ich kenne kein einziges Gesetz, was so schnell durch das Parlament, durch insgesamt den Prozess durchgepeitscht wurde. Es wurde eben erst im März hat die Kommission es vorgestellt und wahrscheinlich soll es heute Nacht irgendwann beendet werden. Am Montag sind die politischen Pflöcke schon eingeschlagen worden. Also politisch wird nicht mehr diskutiert, politisch ist der Act beschlossen, sondern es geht nur noch um die technischen Details, obwohl da noch ziemlich viel letztendlich momentan auch ausdiskutiert wird. Und im Dezember soll dann das Parlament und der Council das Gesetz annehmen. Extrem schnell, was auch den Partizipationsprozess sehr schwierig gemacht hat. Die Hauptpunkte, Hauptinstrumente des Critical Raw Materials Act sind zum einen strategische Projekte. Das sind Projekte, wo gewisse Rohstoffe abgebaut werden und die von der Kommission als besonders relevant eingestuft werden. Die sollen eine besondere Unterstützung bekommen von der EU.
Und da haben wir ein großes Problem damit, dass wir das Gefühl haben, dass viel von dem, für das wir in der letzten Zeit gekämpft haben, hohe Standards, dass sich dort nur auf private Zertifizierungssysteme verlassen wird, um zu entscheiden, ob ein Projekt sich an Menschenrechte und Umweltschutz hält und da eben ein sehr schwacher Mechanismus ist, der Standards durchsetzt. Die strategischen Partnerschaften sind ein Instrument und ein zweites Instrument, die strategischen Projekte sind ein Instrument und das zweite Instrument sind strategische Partnerschaften. Und strategische Partnerschaften sind auch in der letzten Zeit schon einige abgeschlossen worden oder auf den Weg gebracht worden, zum Beispiel mit Chile und Argentinien. Und es wird erstmal dann ein Memorandum of Understanding unterschrieben und anschließend soll dann eine Roadmap, also ein Fahrplan entwickelt werden, wie man zusammenarbeitet. Auch hier sind bisher wenig Standards, Umwelt- und Menschenrechtsstandards integriert und wir haben noch viele Fragezeichen bei dem, was gesagt wird, dass man eben, das gesagt wird, immer die EU sagt, wir würden damit auch Nutzen für die lokale Bevölkerung schaffen und es soll viel Added Value auf Englisch, also es soll Wertschöpfung geben und einen Nutzen für die lokale Bevölkerung mit sich bringen. Und dabei bezieht sie sich oft auf, dass eben auch Schmelzen vor Ort stattfinden sollen und dass auch die Rohstoffe weiterverarbeitet werden sollen im Land. Wir haben gerade eine Studie herausgegeben gestern, wo wir uns nochmal genauer angeschaut haben, wie dieses Ganze, wie viel letztendlich einem Land auch es bringt, wenn man weiter schmelzt. Weil es oft eben das Versprechen ist, wir schmelzen und wir raffinieren in den Abbauländern weiter und bringt es einen großen Nutzen für die lokale Bevölkerung. Unsere Studie zeigt leider, dass es kein Best Practice bis jetzt gibt für diesen Bereich und dass es in vielen Fällen mit starken Auswirkungen für die lokale Bevölkerung einhergeht, mit Gesundheit, Auswirkungen für die Gesundheit, eben durch starke Luftverschmutzung etc. und große Abfälle. Und dass wir da auch genauer hinschauen müssen, wenn davon geredet wird, es bringt den Ländern was und wir machen Value Creation, wir machen kreieren zusätzlichen Wert, dass wir genauer hinschauen müssen. Denn es ist auch zudem ein Begriff, der wenig definiert ist. Und ich denke, viele Akteure meinen sehr unterschiedliche Dinge dabei. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wir da nochmal genauer hinschauen. Und auch, was wir auch sehen, dass diese strategischen Partnerschaften, die bis jetzt abgeschlossen wurden, wenig transparent sind und auch die lokale Bevölkerung wenig einbezogen wurde. Und das ist da noch viel, dass wir da ganz genau hinschauen müssen, was dort passiert. Die EU hat in den letzten Monaten sehr viele Partnerschaften auf den Weg gebracht und wird wahrscheinlich noch viele weitere auf den Weg bringen. Und aber jeweils mit sehr wenig Transparenz, was da eigentlich passiert. Das ist es erstmal von mir. Und gerne, wenn es irgendwo Fragen gibt, kann ich nochmal tiefer eingehen. Muchas gracias, Johanna. Dankeschön, Johanna. Den Umstand, dass du dir die Zeit genommen hast. Wunderbar. Wegen der Krise ist die Energietransition so wichtig und dann ist das ein Vorwand, die Zivilgesellschaft außen vor zu lassen bei der Entscheidungsfindung. Das sehen wir auch bei den COPs-Treffen. Das ist hier der perfekte Vorwand. Dennoch, was wir sehen mit diesem Gesetz in Mexiko, die 50 Einsprüche, die erhoben worden sind, das ist für Projekte, die schon laufen. Also sie wollen sich nicht dieser Regelung unterstellen. Also sie wollen da ihre Verantwortung abweisen, wollen nicht schließen. Es ist ein doppelter Diskurs. Auf der einen Seite wird schnell entschieden, aber wenn es dann eine Verordnung gibt, wollen wir uns der nicht unterordnen, denn das stört uns dann in unserem Business. Also immer gibt es hier dieses doppelte Schwert, da gibt es diese Falle, die Unternehmen, was
Sie eigentlich sehen, ist nur ihr wirtschaftliches Interesse. Den Eindruck habe ich. Und auch als ich dir hier zugehört habe, ist mir das nochmal klar vor Augen getreten. Also die Überraschung, so schnell wird dann etwas entschieden, aber so viel ist dann gleichzeitig gar nicht klar definiert. So viel Leerräume. Die es in der letzten Zeit gegeben hat, die versucht hat, mehr Regeln für Unternehmen zu setzen in Bezug auf Wirtschaft und in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt, dass sie sehr lange gehen. Die brauchen teilweise, sind ein Jahr vorher in den Gesetzgebungsprozess gebracht worden und sind noch nicht fertig. Und da sehen wir dann, wo auch wo eben besonderes Interesse dahinter steht, etwas zu Ende zu bringen. Ein Punkt, den ich gerade vergessen habe, ist, was eben auch schwierig ist und was immer noch nicht ganz klar ist, inwieweit welche Rolle indigene Rechte spielen werden jetzt in dem finalen, in dem finalen Gesetz. Okay. Gut, danke schön, Johanna. Ich weiß nicht, gibt es eine Frage von unseren Rednerinnen? Gibt es eine Reaktion? Beatrice, Jocelyn stehen zur Verfügung oder auch etwas hier zu dem Vortrag von Johanna über den Critical Raw Materials Act in Europa. Oder Mareike, gibt es einen Kommentar, eine Frage aus dem Publikum? Dann nur zu. Ja, es gibt sehr viele Fragen, aber ich würde erst das Wort an Jocelyn übergeben, die sich gerade gemeldet hat. Adelante, claro, Jocelyn. Es una reacción. Reagieren wollte ich, also mehr als eine Frage wollte ich reagieren, dass wir welche neue Gesetze haben, neue Normen haben, die Personenrechte garantieren gegenüber der Umwelt, also auch das muss weltweit ineinander greifen. Wir dürfen nicht vergessen, in Mexiko, die meisten Unternehmen, die eine Bergbautätigkeit ausüben, es sind keine mexikanischen Unternehmen, es sind ausländische Unternehmen. Also da müssen neue Normen zur Transparenz entstehen. Es muss eine Anhörung geben, man muss informieren. Also wenn man das nun an den Orten, wo man halt solche Projekte umsetzt, also glücklicherweise für die Arbeiten, die stattfinden, ein Vorschlag fußend ja auf der Erfahrung mit dem Bergbaugesetz. Es gibt immer zugängliche Informationen. Es gibt immer Dialogformate, Dialogräume, wo es eine Aufforderung gibt, wo alle sich einbringen können in einen solchen Prozess. Also unser Regionalabkommen sagt das ganz klar. Alle Parteien müssen rund um den Tisch versammelt sein, mit dabei sein, wenn Entscheidungen getroffen sind. Das ist ein Vorschlag, wie man unterstützend einwirkt. Kann. Also immer, wenn hier Rechte mit auf dem Spiel stehen, wenn es darum geht, ein neues Gesetz einzubringen, dass man das alles berücksichtigt. Danke, Jocelyn. Mareike, möchtest du jetzt die Fragen nennen? Ja, sehr gerne. Einmal die erste Frage an Beatrice. Wie groß ist die Gefahr, dass die juristischen Einsprüche der Opposition und der extraktiven Industrien Erfolg haben und das Gesetz kippen könnten? Welche Argumente führt die Opposition ins Feld, wenn sie sagt, das neue Gesetz sei gegen die Verfassung? Dann haben wir noch eine weitere Frage, die ich jetzt in der ersten Runde stellen würde. Die können auch alle beantworten. Wie können mexikanische Akteurinnen Einfluss auf internationale Energiehandelsabkommen nehmen, insbesondere mit der Europäischen Union? Wie steht Mexiko zur internationalen Zusammenarbeit bei der Umstellung auf grüne Energie? Und daran anschließend, haben Unternehmen mehr Einfluss auf Gesetzgebungen als Aktivistinnen? Adelante, Beatrice. Sí, pues,
Ja, das sind Argumente, die habe ich schon kommentiert, Jocelyn auch, dass halt das Gesetz, aber der Vorwurf, dass es keine Konsultation gegeben hat mit den einheimischen Bevölkerungsgruppen, mit den indigenen Bevölkerungsgruppen. Und dieser Vorwurf ist lächerlich, denn das Gesetz ist ja gebunden an die Verpflichtung. Also auch gibt es hier internationale Abkommen dazu. Mexiko hat hier auch unterzeichnet, Internationale Arbeitsorganisation, 169er Artikel, und ein Gesetz erst beachten zu müssen, um eine Konsultation einzuführen. Das ist eine merkwürdige Argumentation, dass der Prozess, der gesetzgeberische Prozess nicht der richtige gewesen sei, dass bestimmte Schritte nicht berücksichtigt worden sei. Und halt auch, was Jocelyn gesagt hat. In Wahrheit war es ein breit gefasster Prozess. Es gab Diskussionsforen, vor allem ein Forum, ich erinnere mich noch daran, das sind die Stimmen, die man ignorieren wollte, denn da waren nur Leute aus den Communities dabei. Also just das waren diese Stimmen, die man ignorieren wollte. Es sind Argumente, mehrheitlich sind sie leer, sinnentleert, haben keinen Bestand. Und es zeigt, was es jetzt für uns zeigt, ist, dass es hier eher um politische Kämpfe geht. Thema von Rechten, das interessiert hier gar nicht unbedingt. Es geht nur darum, dass die Vorschläge nicht weiter vorangetrieben werden können. Also darum geht es. So ist meine Lesart der Sache. Einen politischen Kampf gibt es, damit ein Gesetz nicht weiter vorankommen kann, das viel Gutes mit sich bringt, was wir hier schon auch gesagt haben. Also gute Fortschritte erzielen zu Umwelt, Sozialthemen, Garantien für Ansprüche, für Rechte, ist nicht das allerbeste Gesetz der Welt, aber besser als das, was wir bisher hatten. Und diejenigen, die Gesetzesgeber, die gehen nun zu den Bergbaukammern hin. Wir haben das auch gesehen im Senat, in den Abgeordnetenkammern, in unseren Foren auch. Es sind Leute gekommen, haben sich als Studenten deklariert. Es war gar nicht erforderlich. Es waren öffentliche Foren gewesen. Also da kamen welche hin, haben sich geäußert. Diese Bergbauunternehmen haben halt Schwierigkeiten zu sehen, dass die Welt sich ändert, dass wir dieser Plünderung nicht mehr einfach tatenlos zuschauen. Diese Vergiftung ist ein Verbrechen und auch die Unternehmen müssen sich ändern. Und ich denke, das ist aus der Kolonialzeit, diese Art des Abbaus. Wir müssen das überwinden. Wir brauchen verantwortungsbewusste Unternehmen. Und eine solche Entwicklung sehen wir bisher nicht. Also es ist eher ein politischer Kampf. Man möchte einfach, dass ein Gesetz, das gut ist, nicht weiter vorankommen kann. Und die können das Gesetz gar noch verbessern. Also ist ja nicht zu Ende. Das Gesetz kann weiter voranschreiten. Es kann weitere Initiativen geben, das weiter zu reformieren. Das Thema Wasser, Anzahl der Konzessionen, inwieweit das beschränkt werden soll. Also da gibt es noch viele Aspekte. Da könnte man dran arbeiten. Warum machen Sie nicht das, statt ja einfach generell zu sagen, es sollte nicht voranschreiten? Und in Mexiko sehen wir die Energiewende im Land. Ist es klar, das sind die fossilen Brennstoffe. Wenn es hier darum geht, eine Stärkung, Pemex hat sehr viel Stärke gewonnen, neue Projekte zur Energiewende brauchen wir auch. Im Norden hat man Solarenergie genutzt, um große Projekte mit Solarpanelen voranzutreiben, aber unser Land liegt noch weit hinterher, um wirklich von nachhaltiger Energiewende sprechen zu können, also um zu sagen, dass alle gut mit alternativer Energie versorgt sind. Da haben wir noch viel zurückzulegen an Wegstrecke. Vielen Dank, Katrin. Du wolltest auch noch hier auf eine der Fragen antworten.
Ja, genau. Ich fand die Frage sehr interessant von der Diskussionsrunde, wer mehr Einfluss hat, Aktivistinnen oder Unternehmen auf Gesetzgebungen. Und ich finde, dahinter steht natürlich auch eine Frage nach unseren demokratischen Entscheidungsprozessen. Und dass es natürlich so ist, dass lokale Bevölkerung, egal wo auf der Welt, leider immer in der Situation sind, dass halt ihre Bedürfnisse weniger gehört werden, als die Bedürfnisse, jetzt an diesem Ort Rohstoffe zu fördern. Und dass die Gesetzgebung in Deutschland nicht darauf ausgelegt ist. Und natürlich halt die Gesetzgebung in vielen anderen Regionen der Welt auch nicht. Und dass wir auch mit Blick auf die Lieferketten nach Deutschland sehr viele Rohstoffe importieren, die immer noch aus Regionen kommen, wo massiv Menschenrechte verletzt werden. Und das ist natürlich auch mit Blick auf Mexiko ist es bisher natürlich auch ein Problem, weil auch Deutschland recht viel an Rohstoffen, auch an kritischen Rohstoffen aus Mexiko importiert und deutsche Unternehmen involviert sind. Und das Lieferkettengesetz, was wir seit 2023 haben, das ist zwar ein erster Schritt, aber es ist immer noch zu wenig. Also die Umweltauswirkungen werden zu wenig im Lieferkettengesetz thematisiert. Und was halt auch sehr wichtig ist, ist, dass sehr oft ein fehlende zivilgesellschaftliche Haftungsregelung im Land selber gibt. Also dass es halt nicht die Möglichkeit gibt für die Menschen vor Ort, sich gegen den Raubbau zu wehren und auch gegen die Unternehmen vorzugehen. Und hier ist es, also da sehe ich es als sehr wichtig an, dass wir global, dass die progressiven Kräfte der jeweiligen Regionen gemeinsam daran arbeiten, dass in ihrer jeweiligen Gesetzeslage genau diese Veränderungen stattfinden und dass wir uns auch nicht davon auseinanderdividieren lassen dürfen, wo findet jetzt der Bergbau statt. Ein Beispiel, ich werde sehr oft konfrontiert mit der Aussage, okay, du willst irgendwie nicht den Bergbau in Deutschland und Europa massiv ausweiten, möchtest du etwa, dass wir weiter importieren aus Regionen mit Menschenrechtsverletzungen? Und das eine oder das andere ist halt nicht die Lösung, sondern wir müssen gemeinsam zu der Lösung kommen, dass es gerechte und faire Lieferketten gibt, dass es starke Umweltstandards überall gibt, dass Menschenrechte geduldet werden, dass besonders die Rechte indigener Bevölkerungsgruppe geachtet werden und natürlich, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen, dass Bevölkerungsgruppen Mitspracherecht erhalten, nicht nur auch beratend dabei sind, sondern halt wirklich Mitspracherecht darüber erhalten, wenn es dazu kommen sollte, dass in einer Region der Aufschluss von Rohstoffen diskutiert wird, beziehungsweise wenn es halt hierfür Anträge gibt. Gracias. Jocelyn, danke schön. Jocelyn, wolltest du noch etwas hinzufügen? Ja, ich wollte noch eine Sache präzisieren und hier dieses Forum nutzen, um einen Aufruf zu starten. Also es gibt bei diesem Gesetz eine Asymmetrie, die abgeschafft werden soll. Das war aufgrund der Parteien, die lange Jahre an der Macht waren. Klar, wenn es Systemveränderungen von einer solchen Größe gibt, dann stößt man auf Widerstände. Und wir stellen diese Widerstände bei den Unternehmen fest. Darauf hatten wir uns schon eingestellt. Was wir nicht haben kommen sehen, das war, dass hier die Entscheidungsträger, die eigentlich Menschenrechte garantieren müssen, mit im Einklang mit der Verfassung, die gilt in Mexiko. Und da zweitens, dass dieses halt in den Händen einer unabhängigen Macht liegt. Also es kam von der Exekutiven und nun ist es bei der Legislativen. Und das ist nun halt bei dieser unabhängigen Macht liegt. Die Staatsanwälte, die Richter, dieses
Verfassungsgericht haben eine große Verantwortung, jetzt zu sagen, entspricht das den Menschenrechten oder eher den Interessen, die da genannt werden von den Oppositionsparteien. Und dieses Argument über diesen gesamten gesetzesgeberischen Prozess, also in der Abgeordnetenkammer steht drin, in der Verantwortung, Initiative, die als dringlich vorgetragen werden. Ich habe schon am Anfang meines Vortrags gesagt, es ist ein öffentliches, langspezifisches Problem, dass die Rechte verletzt werden. Es wurde gut erklärt, also dass es nun eine große Dringlichkeit hat. Das ist begründet. So kann man gewisse Schritte erst einmal aushebeln. Dieses Gesetz von unserer Perspektive her als technische Beraterinnen der Abgeordneten, die das vorangetrieben haben. Also es wurde hier alles berücksichtigt und es gibt da auch schon vorher Präzedenzfälle. Es ist wirklich ein politischer Machtkampf und das hat so viel Schaden schon angerichtet für indigene Bevölkerungsgruppe, die immer an den Rand gedrängt wurden, gerade im Interesse von Neoliberalismus. Wir hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof, die hohe Gerichtsbarkeit, das nun nicht als nicht verfassungsgerecht empfinden, weil also das halt damit nicht den Unternehmen Recht gegeben wird. Und wenn eine neue Exploration, eine neue Extraktion ist, dass das dann das nach den Normen des neuen Gesetzes geht. Wenn das aber hier als verfassungswidrig erklärt wird vom Verfassungsgesetz, wenn die sagen, das Gesetz ist verfassungswidrig, dann werden sie die Norm abschaffen. Wir haben so lange dafür gekämpft und dann wäre alles umsonst gewesen. Also wir müssen nun an die herantreten, die jetzt entscheiden müssen und von den Abgeordneten aus, die sich hier eingesetzt haben für dieses Bergbaugesetz, vor allem Adriana Bustamante wird mit dabei sein und dafür eintreten, um halt diesen neuen Angriffen standzuhalten, die von verschiedenen Seiten kommen. Dankeschön, Jocelyn. Vielleicht von diesen 50 Rechtshilfe ersuchen seitens der Unternehmen. Vier wurden in der ersten Instanz zugunsten der Unternehmen entschieden. Also einmal drei für Unternehmen, einmal fürs Wirtschaftsministerium. Also das ist hier der oberste Kopf, der Argumente vorzutragen hat gegenüber den Gerichten. Ich für dieses Bergbaugerecht. Von diesen 50, die werden nach und nach aufgelöst werden. Vier, denke ich, schon in der ersten Instanz wurde das geregelt, beigelegt. Diese drei, auch wenn die verloren wurden für dieses neue Gesetz, wenn es nun einen neuen Revisionsantrag gibt, also Gerichtsbarkeit, das ist immer eine langwierige Geschichte. Da ist man wie auf hoher See und gut, wenn Verfassungswidrigkeit dann letztendlich besagt wird, es ist hier die Arbeit des höheren Gerichtshofs, man muss schauen, wie sie das lösen. Solange aber da nichts entschieden wird, ist das neue Bergbaugesetz gültig und alle Unternehmen müssen sich diesem Bergbaugesetz unterwerfen in Bezug auf das Schließen von Bergbauminen. Also ich wollte das noch einmal klarstellen, dass durchaus hier jetzt erst einmal das Bergbaugesetz gilt. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Wollte ich nur noch Mareike fragen.
Ja, und zwar die Frage an Katrin Henneberger, ob sie noch etwas dazu sagen könnte zum deutschen Bergbaugesetz, wie da die derzeitigen Verhandlungen sind, ob es schon abgeschlossen ist und darüber hinaus vielleicht an Katrin Henneberger und Johanna Südow zur strategischen Partnerschaft der EU-Kommission mit Mexiko und welche Projekte oder Rohstoffe das betrifft. Danke. In unserem Koalitionsvertrag Anfang der Legislaturperiode haben wir festgelegt, dass wir das Bergrecht reformieren wollen und dass wir es auch ökologisch modernisieren wollen. Aktuell befinden wir uns in den Vorbereitungen. Das Kabinett, also die Bundesregierung, wartet auch tatsächlich darauf, dass der Critical Raw Materials Act vervollständigt ist, weil sie dann die Vorgaben von der Europäischen Union dann in auch deutsches Gesetz gießen wollen. Deswegen sind wir gerade auch in Wartestellung. Wir hätten natürlich schon gerne sofort angefangen, das Bergrecht zu reformieren und haben da auch sehr klare Vorstellungen. Also wir warten gerade auf das Eckpunktepapier. Das ist immer die erste Vorlage, die dann von der Bundesregierung kommt, wo wir dann sehr viel kritisches Feedback geben können. Wir haben in den letzten 2 Jahren schon sehr viel Input und Ideen in die Ministerien eingespeist aus dem Parlament heraus, mit Blick auf Klimawirksamkeit ins Bergrecht hineinschreiben, mit Blick auf Verschärfung von Umweltverträglichkeitsprüfung, mit Blick darauf, dass Grundabtretungen, also Enteignungen, nicht mehr in der Weise stattfinden können, wie sie bisher geregelt worden sind. Nach dem Eckpunktepapier beginnt natürlich auch die erste Phase, wo Feedback gegeben werden kann aus dem Parlament, als auch natürlich auch von der breiten Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft. Danach folgt eine Vorlage von der Bundesregierung, die ins Parlament kommt mit den Vorschlägen für die Veränderung des Bundesberggesetzes. Und dann können wir im Parlament als Parlamentarierinnen haben wir die Verantwortung, diese zu prüfen und natürlich auch eigene Punkte einzubringen und zu verhandeln. Und das machen wir dann halt in der Ampel als Berichterstatterinnen mit den jeweiligen Berichterstatterinnen von SPD und FDP, wo es dann eine Einigung unter uns drei Parteien dann halt braucht für Änderungsanträge, die wir dann noch zusätzlich einbringen und an die Reformierung des Gesetzes koppeln. So ist der Prozess. Es gibt natürlich dann auch Anhörungen in den Ausschüssen, es gibt Fachgespräche, zivilgesellschaftliche Akteure können auch ihr Feedback einsenden. Aber was halt natürlich ganz wichtig ist, das Bergrecht hat jetzt nicht die größte Öffentlichkeit in Deutschland, ist aber extremst wichtig. Es ist ein sehr komplexes Thema, also jede Art von Öffentlichkeit, zivilgesellschaftlichen Druck, sage ich immer, ist Wind in unseren Segeln, auch im Parlament das Bundesbergrecht dann auch wirklich klimagerecht und umweltgerecht zu reformieren. Finde ich, kann ich dazu gerade auch noch was sagen, weil wir schon erwarten auch, dass eventuell durch den Critical Raw Materials Act verschiedene europäische Länder ihre Gesetzgebungen auch vielleicht auch nochmal anpassen müssen. Das ist die Frage, weil dort ja zum Beispiel drin steht, dass beschleunigte Bewilligungsprozesse stattfinden sollen etc. Und wir hatten gerade gesagt, wir sollten mal uns aufmachen und schauen, welche guten Beispiele es gibt. Und dort wurde auch das Beispiel Mexiko genannt. Also genau, wahrscheinlich können wir vielleicht auch noch mal was von euch da lernen, was man da reinnehmen kann. Deswegen lohnt sich das sicher, das ganz genau noch mal anzuschauen, um auch zu schauen, was wir da hier übernehmen können. Es gab noch die Frage zu den strategischen Partnerschaften, wie realistisch es aussieht, ob es eine strategische Partnerschaft mit Mexiko geben soll. Das ist schwierig zu sagen, können wir nicht sagen. Wir haben auch von der Kommission mitgegeben bekommen, dass es gar nicht so klar ist, nach welchen Kriterien jetzt diese strategischen Partnerschaften stattfinden. Also es ist nicht so transparent, nach welchen Kriterien das ausgewählt wird.
Es könnte gleichwohl, auch wenn es keine strategische Partnerschaft gibt, könnte es auch sein, dass man sich entscheidet, dass ein Projektunternehmen sich bewerben und sagen, ein gewisses Rohstoffprojekt, also nur ein Projekt, ist ein strategisches Projekt und dass das dann sozusagen unterstützt wird über den Critical Raw Materials Act für den Abbau. Und genau, also es muss nicht immer nur über die Partnerschaften laufen, sondern auch diese strategischen Partnerschaften, die strategischen Projekte können eben auch außerhalb von Europa sein, weshalb es eben auch zusätzlich nochmal so wichtig ist, dass indigene Rechte eine Rolle spielen, auch wenn wir wissen, dass auch in Europa Indigene in Nordeuropa ganz wichtig ist, dass die Rechte dort be bewahrt werden, aber eben auch außerhalb von Europa. Muchas gracias, Johanna. Dankeschön, Johanna. Es increíble cómo se nos ha ido Unglaublich, este wie tiempo. die Zeit verflogen ist. Yo no sé si quieren hacer una Ich weiß última nicht, participación de cierre breve, Beatriz, Jocelyn, Beatrice, un möchtest du último noch etwas sagen mensaje zum antes Abschluss? de cerrar Jocelyn, este möchtest du noch conversatorio. etwas sagen, bevor wir jetzt hier unsere Sitzung für heute Bueno, pues schließen? solamente señalar que Ja, nur auf Folgendes hinweisen la würde ley ich minera en gerne. México está vigente. Bergbaugesetz in Mexiko ist in Kraft. Aprovechemos Wir mientras dure, nutzen pueden ser das meses, Gesetz, ojalá solange wir es haben, que sean vielleicht años, Monate. Wir hoffen, y es wird que es en für la nueva Jahre geben, das legislatura, Gesetz. nuestros próximos Neue representantes van a tener la Gesetzesgebung, die obligación nächsten también VertreterInnen pues werden die de seguir Verpflichtung impulsando reformas al haben, sector minero, weiterhin porque Reformen si bien esta voranzutreiben ley für den representa Bergbausektor. avances Denn en la gut, materia, pues es todavía gibt falta hier schon mucho por hacer. Fortschritte, es No fehlt es aber una noch ley viel. perfecta, nos Es queda ist kein bastante trabajo. perfektes Gesetz. Wir Entonces, haben noch solo viel señalar Arbeit. eso, porque bueno, Darauf pues las möchte ich noch organizaciones, las hinweisen und personas die que Organisationen, conformamos la colectiva die Cambiemos allá, Personen, pues alle, die vamos a wir zu dem continuar Kollektiv haciendo este trabajo. Cambiemos Yala Gracias. gehören. Wir werden uns einsetzen, um Gracias, weiterhin Beatriz. diese Arbeit zu Jocelyn, vervollständigen. alguna Danke, danke. última. Beatriz, Jocelyn, hast du noch eine letzte Bemerkung? Gracias, Dolores. Dankeschön, Pues Dolores. primero, de Ja, nuevo, reiterar erstens nuestro erneut agradecimiento unseren de Dank ser consideradas aussprechen, en este espacio. dass wir Y en hier eine segundo Bühne lugar, pues erhalten quisiera reiterar mi posición und de que en este tipo de erneut procesos meine la Haltung información kundtun, de lo que Informationsprozess, está sucediendo al Anhörungsprozess. público en general Also, was es passiert, importante para dass mí da en este öffentlich mit momento einbezogen en wird, el ist que wichtig. estamos, donde tenemos In, una da, wo wir nueva jetzt ley gerade stehen, wir haben ein que es neues vigente, como Gesetz, dicen, das pero que gültig está ist, amenazada aber bedroht por ist in seinem estas diferentes Fortbestand. acciones judiciales. Es importante Aufgrund que dieser nos verschiedenen manifestemos las y Angriffe los vor ciudadanos, Gericht, da müssen porque wir als finalmente somos BürgerInnen nosotros quienes sentimos zusammenstehen. los Wir efectos sind adversos diejenigen, die wir de ja la die minería Auswirkungen zu frente a tragen nuestros haben des derechos Bergbaues. humanos. Also, Yo das widerspricht sé unseren que la colectiva Menschenrechten. Cambiemos la ya Ich tiene weiß, muchísima Cambiemos información Yala hat sehr disponible viele y pues Informationen zur vuelvo a invitarles Verfügung und ich a möchte gerne seguir alle compartiendo, a seguir auffordern, difundiendo, a seguir weiter buscando a diputadas, diputados que hin puedan aceptar esta información a diese todos a Information quienes estén weiterzureichen, an alle interesados para hacer un Abgeordneten frente weiterzureichen, mucho más grande, porque aquí alle, die sich luchan y dafür se interessieren, ganan sich mit los einbringen. desafíos Also, socioambientales en la nueva wenn wir generación. eben hier das Muchas für uns gracias, entscheiden Jocelyn. können und als die Pues yo Herausforderungen uns stellen agradezco können. la Vielen Dank, invitación a moderar Jocelyn. este evento. Vielen Le dejo Dank, el dass ich hier micrófono a moderieren Mareike durfte. Bodefeld. Le agradezco Mareike Bödefeld gebe también ich a mi nun equipo en México, das Mikro. Ich danke auch Denise meinem Team Zapata in de Comunicación Mexiko, para Denise estar Zapata von der con emisión Kommunikation. Vielen Dank, dass Sie cordial mit y dabei war hier in muchas gracias. Echtzeit. Mareike, Und ja, adelante. danke schön. Und Mareike, jetzt hast du das Wort. Ja, ich möchte mich auch sehr herzlich für die Moderation Dolores Rojas und Jenny Zapata auch im Hintergrund bedanken und natürlich an unsere vier Referenten für diese sehr spannende Diskussion heute. Ich konnte sehr viel mitnehmen und auch bedanken möchte ich mich an unsere Übersetzerinnen und unsere beiden Techniker im Hintergrund. Und Sie finden die Aufzeichnung im Chat. Es gibt sowohl eine Aufzeichnung auf Spanisch als auch auf Deutsch und ich habe Ihnen auch noch spannende Publikationen sowie die Webseite von Cambiemos la Ya gerade gepostet. Und ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich für die heutige Veranstaltung und wünsche allen noch einen schönen Abend bzw. Tag. Und ja, vielen Dank. Tschüss. Hasta luego.